Hallo und einen schönen 1. Mai. Ihr seht schon, es soll wieder um ein Messer gehen. Und zwar wieder um ein Messer von Leckion 14. Und zwar das Bushcrafter 14. Und ich möchte es so halten, dass ich erstmal die technischen Daten und über die Scheide etwas erzähle. Und im zweiten Teil möchte ich dann mit dem Messer rausgehen und ich darf es mal testen. Es ist ja ein Buschkraftmesser und da werden wir mal ein bisschen schnitzen und machen und Essen zubereiten. Mal gucken, wie das Messer sich so gibt. Es ist wie beim Nino üblich in einer ganz toll verarbeiteten Scheide verpackt und die wollen wir uns jetzt mal angucken. Hier ist das gute Stück, ist ein Denglersystem. Man kann es senkrecht am Gürtel tragen, man kann es waagerecht am Gürtel tragen, man kann hier öffnen und dann kann man das Messer sehr hoch am Gürtel tragen. Also es ist an alles gedacht mit den Tragemöglichkeiten. Es ist eine hervorragend verarbeitete Scheide, wie das bei den Scheiden vom Nino so üblich ist. Man kann das alles abmachen, dann hat man nur eine Scheide. Und jo, ist einfach ein tolles Ding. Gefällt mir sehr gut. Schön punziert, doppelt vernäht. Und hier hat es ein Logo drinnen, Leckion 14. Jo, einfach eine klasse Scheide, sehr sauber verarbeitet. Schönes dickes Leder, wie man es halt kennt von den Scheiden. Jo, saubere Sache. Nun mal zum Messer. Hier ist das gute Stück, das Bushcrafter 14. Ganz tolles Stück. Und es hat diesmal auch moderate Maße und eine moderate Klingenstärke. Kommen wir mal zu den Maßen des Messers. Da hätten wir mal eine Gesamtlänge von 26,7 mm und davon entfallen auf die Klinge eine Länge von 14,8 cm, an der breitesten Stelle 4 cm und eine Dicke der Klinge von knapp 4 mm, 3,8 mm. Das ist vollkommen ausreichend. Das Messer hat einen Scandi-Anschliff mit einer kleinen Sekundärfaser. Ihr seht hier das Logo vom Nino, das sich auch hier auf dieser Seite in Form der Pferde widerspiegelt. Das ist mal wieder eine ganz tolle Arbeit vom Nino. Die Griffbeschalung ist australisches Perlholz, ein sehr schönes gemasertes Holz, sehr warme Farben. Und diesmal hat der Nino einen gelben und einen roten Liner verarbeitet. Die Klinge ist aus 1075 Kohlenstoffstahl, hochglanzpoliert und geätzt. Und es hat ein doppeltes Chimping, einmal für den Daumen und einmal für den Zeigefinger. Ich finde das eine klasse Lösung. Was mir noch sehr gut gefällt, dass die Schneide sehr nah am Griff liegt und man sehr gut die Kraft auf die Schneide übertragen kann. Jo, der typische Scandi finde ich beim Buschkraften auch für sehr sinnvoll. Der beißt sich in der Regel sehr gut ins Holz. Wir haben hier eine kleine Schleifkerbe, die ausreichend groß ist und einen sehr gut in der Hand liegenden Griff. Die Griffstärke ist 23 mm, was für meine Hand ausreichend ist. Und befestigt sind die Griffschalen mit wunderschönen Pins. Auch das Lanyard Hole ist ein
Pin ein wunderbarer Mosaikpin, wie ich finde. Ich glaube, so sieht man es am besten. Und die passen sehr gut auch zu dem verwendeten Griffholz. Jo, das wären so mal die ersten Eindrücke von dem Messer. Also mir liegt es toll in der Hand, es hat ausreichend Griffvolumen. Der Zeigefinger liegt auch sehr sicher hier in diesem Joil. Nach hinten kann man nicht abrutschen, da der Griff hier hinten leicht hakenförmig ausgeformt ist. Man kann das Messer somit auch zum Hacken weiter hinten nehmen. Gefällt mir ausnehmend gut. Und ich denke mal, es macht einen guten Job. Aber das werden wir noch sehen. Im zweiten Teil werde ich das Messer mit rausnehmen und wir werden mal so Bushcraft-typische Arbeiten mitmachen. Jo, das wäre es eigentlich im ersten Moment schon gewesen. Das Bushcrafter 14 in einer sehr edlen Ausführung für ein Bushcraft-Messer ist mal wieder eine sehr gelungene Arbeit vom Nino. Jo, das wäre es eigentlich schon. Die ersten Eindrücke von dem Messer und alles weitere folgt dann, wenn das Messer draußen getestet wird. Ich danke euch mal fürs Zusehen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Denne. Tschüss.